So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier von COD Gameplay von Dragon Ray 1001. Und hier heute zeige ich euch einen neuen Glitch. Richtig brandneu hier auf dem Mond. Geht ziemlich, ziemlich einfach. Ihr habt ja gesehen, einer stellt sich hier hinten jetzt ins Eck. Und der andere probiert, also ihr müsst erst die Fenster zerschlagen. Ganz wichtig, sonst geht's nicht. Und einer geht ein und dann rennt davor und auf den oben drauf, so wie ich jetzt gerade. Und dann den letzten töten, werdet ihr gleich sehen. Und die Zombies sammeln sich direkt vor euch. Ihr könnt es, oder ihr müsst es, glaube ich, zu dritt machen. Ich weiß gar nicht, ob es auch zu zweit geht, aber zu dritt geht es, glaube ich, nur. Dann sammeln sich da vorne die Zombies. Und es so kommt ja richtig weit. Also ihr könnt die PS3 über Nacht laufen lassen und ihr seid am nächsten Morgen Runde 99. Ich kann euch auch ganz genau sagen, warum. Die Zombies sterben von alleine. Und das liegt daran, glaube ich, meine Theorie persönlich ist, dass da in diesem Ding hier, also in dieser Lobby hier im ersten Raum, ist kein Sauerstoff drin. Und ich glaube, die Zombies können auch nicht ewig aushalten ohne Sauerstoff hier. Und das ist eigentlich perfekt. Und dann sterben die von alleine. Also ihr müsst gar nicht schießen. Das machen wir hier nur, dass es schneller geht, die ersten Runden. Und genau den Glitch machen wir gerade. Und so könnt ihr eure PS3 ein paar Nächte laufen lassen. Und dann passt es. Ganz wichtig, ihr müsst erst einen Strom machen, dass das Ding hier offen ist, dass ihr da hochfliegen könnt. Und dann am besten, könnt ihr auch Feuer machen, die Fenster kaputt machen, mit einer Granate einfach werfen. Ja, das war's eigentlich schon wieder zum Glitch. Ich lasse hier kurz mal ein paar Leben. Dann seht ihr, oder hier, seht ihr jetzt gleich ein paar. Die sammeln sich gleich. Oder hier direkt vor euch. Auch der Astronaut kommt daher, sammelt sich. Ihr könnt auch sogar zu dritt oben drauf gehen. Das ist auch wieder was ganz Tolles. Einfach, wenn der Astronaut hier jetzt direkt vor euch steht, killen, dann explodiert er. Und ihr schwebt so weit hoch, dann könnt ihr gerade auf den hinteren drauf gehen. Und fertig ist es. Jetzt noch. Was soll ich jetzt sagen? Auf keinen Fall, der untere darf sich auf keinen Fall bewegen oder bücken oder was weiß ich. Sonst sterben ihr zwei da. Also die zwei sterben sonst auf einmal. Gleichzeitig. Das ist eine kleine Info hier, falls ihr euch bewegen wollt. Und der untere kriegt am besten, machen wir es hier gerade zumindest, am besten Start, dann kann es sich gar nicht bewegen. Ja, das ist eigentlich das Beste, was es gibt. Bester Glitch, besser, finde ich auch persönlich besser, wie der 24 Zombies Glitch, dass jede Runde nur ein Zombie kommt oder 24 Zombies. So, das Video ist jetzt Ende hier. Danke fürs Anschauen, Abonnieren, schickt es an eure Freunde und bis zum nächsten Mal dann. Jo, ciao Leute.